Hallo, ich bin der Markus von Tasmanian Tiger und heute denken wir mal etwas größer und deshalb habe ich euch den Tasmanian Tiger Mülltransporter Heavy Frame mitgebracht. Den Tasmanian Tiger Mülltransporter Heavy Frame haben wir auf einen Aluminiumrahmen aufgesetzt. Der ist verschweißt und abnehmbar. Wir haben hier große Rollen, die innen gedämpft sind, auf sehr kurzen, stabilen Achsen. Wie man den abnimmt, das zeige ich euch dann später. Der komplette Transporter besteht aus einem Hauptfach, aus zwei 50 mm Kompressionsriemen. Jede Seite ist mit Handgriffen ausgestattet. Hier und hier eine Seitentasche. Und seitlich haben wir eine Waffentasche. Die 200 Liter Volumen des TT-Mülltransporter Heavy Frame haben wir unterteilt. Und wie, das zeige ich euch jetzt. Die Reißverschlüsse des Hauptfachs und des Waffenfachs sind selbstverständlich abschließbar. Und so sieht der Bursche innen aus. Der Divider ist herausnehmbar und hochklappbar. Die Innentaschen können einzeln herausgenommen werden. Sie sind beschriftbar und können zur Stabilisierung noch innen eingeklettet werden. Insgesamt haben wir vier Innentaschen. Das wäre das Hauptvolumen mit den entsprechenden Fixierungsklett, mit Netztaschen, auch hier Netztaschen. Hier kann man Hemden, flachere Gegenstände einpacken. Die Innentaschen schlagen insgesamt mit ca. 2 Kilo zu Buche und ich möchte nochmal erwähnen, man kann sie fixieren auf allen Seiten oder einfach so verwenden. Wie die Innentaschen innen aussehen, das zeige ich euch jetzt. Zum Teil sind sie so von der Größe strukturiert. Hier haben wir elastische Schlaufen. Und so, dass wir hier genau Hemden, T-Shirts und so weiter exakt verpacken können. Große Tasche hat relativ viel Volumen. Das kann ich mal hier zeigen an dem Helm. An den Schuhen, die haben hier locker Platz. Innen ist die Tasche mit entsprechenden Netztaschen ausgerüstet, leicht gepaddet. Die Taschen sind aus 420 HD Nylon und können auch mal außerhalb der Tasche in den Dreck gestellt werden. Jetzt zeige ich euch die Waffentransporttasche. Die haben wir an der Seite befestigt. Dort hängt die Waffe frei hier in den Molleschlaufen und in diesen großen Schlaufen, in die wir den Lauf einführen. Das hat den Vorteil, dass wir den umlaufenden zweiten Reißverschluss, der unserer Meinung nach die Tasche schwächt, auf den können wir komplett verzichten, sondern wir hängen die Tasche frei. Wollen wir aber alternativ die Waffe innen transportieren, so gibt es dazu natürlich immer noch eine Möglichkeit. Und das zeige ich euch jetzt. Hierzu entfernen wir den Divider.
Ich verwende ein anderes Produkt, das Modular Rifle Bag. Das passt nämlich ganz exakt in die Tasche. Somit können wir die Waffe auf den Boden transportieren. Den Divider klappen wir um. Können ihn so verwenden und setzen die Innentaschen oben auf. Jetzt, wo wir den Mülltransporter offen haben, zeige ich euch noch, wie ihr ihn verkleinern könnt, beziehungsweise wo die Stabilisierungsteile sind, die aus Glasfaser bestehen. An jeder Ecke eines, das zieht ihr einfach raus und dann könnt ihr die Tasche zusammenfalten und aufbewahren. Jetzt lade ich die Tasche mit den entsprechenden Innenteilen. Innen ist immer noch das Modular Rifle Pack, aber das geht trotzdem. Die Außenseite des Waffenfachs ist stark gepolstert, sodass auch wenn eine Optik verwendet wird, natürlich hier keine Beschädigung stattfinden kann. Jetzt entfernen wir den Aluminiumrahmen. Dazu öffnen wir das Klett. Und ziehen den Rahmen aus dem Bodenfach. Hier sehen wir nochmal gut die Schutzbleche, die kurzen Achsen, die extrem stabil sind und die gefederten Rollen. Am Boden haben wir zwei Kunststoffschutzleisten, die verhindern, dass bei Treppen oder scharfen Kanten hier der Boden beschädigt wird. Wenn ihr den Rahmen rausnehmt, könnt ihr das Gesamtgewicht von 6,4 Kilo nochmal um 2,1 Kilo reduzieren und mit 200 Liter Volumen habt ihr echt ein riesen Ding. Da kommt alles rein, was ihr so braucht. Und damit verabschiede ich mich. Schaut auf unserer Website vorbei, www.tasmanientiger.info. Euer Markus.